Servus Fotofreunde, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, alle meine Stative hier mit an den See, an Starnberger See zu schleppen. Und ich will in diesem Video euch eine Kaufempfehlung geben. Ich habe, wie man hier sieht, schon einige Stative ausprobieren dürfen, testen dürfen, habe auch mir selber natürlich die meisten kaufen müssen und habe gemerkt, dass bei dem einen oder anderen was nicht so gut ist, wie bei einem neueren jetzt zum Beispiel. Und was das genau ist, worauf du achten solltest bei deinem Stativkauf, das sage ich dir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Fangen wir mit den genauen Maßen an. 34 cm nur misst dieses K&F Stativ. Und das ist natürlich das kleinste Packmaß von allen Stativen, die wir jetzt hier haben. Jetzt zeige ich euch das nochmal ausgepackt. Hier seht ihr bei dem Stativbein die Schnalle. Und ich möchte euch jetzt auch hier nochmal die Länge zeigen von dem Stativ, wenn ihr es nicht andersrum zusammengefaltet habt, also in diesem Zustand, ohne es rumzuklappen, sind es ca. 49 cm. Die Stativbeine haben vier Schraubgewinde, die sich einzeln ausfahren und zusammenstecken lassen. Dann zeige ich euch mal noch das Gewicht von diesem Stativ und das ist auch das leichteste von allen Stativen, bis auf das ganz kleine natürlich, mit 993 Gramm. Das ist schon mal eine super Hausnummer im Verhältnis zu dem großen Manfrotto-Stativ mit 1881 Gramm. Allerdings muss man hier sagen, dass der Stativkopf ja separat ist und dieser alleine 579 Gramm hat. Die ovalen Griffe mag ich sehr gerne. Man kann damit sowohl so, aber auch mit Handschuhen die Griffe optimal bedienen. Das Kulmen-Stativ hat ca. 41 cm Länge im gepackten Zustand und ist damit länger als das K&F. Mein altes K&F hat 59 cm in der Länge. Wenn man die Stativbeine 180 Grad umklappt, kann man auf eine kleinste Gesamtlänge von 47 cm kommen. So ist auch dieses Stativ wirklich klein und handlich und passt in jede Tasche. Auch dieses Stativ werde ich jetzt einmal für euch wiegen. Es ist etwas schwerer, aber gar nicht so viel, mit 1211 Gramm immer noch ein Leichtgewicht. Bei meinem Lieblingsstativ, dem KF Concept 23224, ist außerdem der Vorteil, dass es hier unten einfach solche Klappen hat, die man aufmacht, nicht zum Drehen Öffner, sondern einfach diese Klappverschlüsse auf und zu machen. Außerdem zeige ich euch noch oben die Schnalle, die automatisch auch in die Versenkung zurückschnappt, was sehr praktisch ist beim Auf- und Zumachen. Der Kugelkopf mit Gradskala ermöglicht eine 360 Grad Rundumdrehung und optimale Ausrichtung im Quer- und Hochformat. Einzig allein der kleine Knopf ist mir etwas zu klein. Ich würde mir wünschen, dass das ein etwas größerer ist, so wie auch an der Nebenseite hier dieser Knopf. Die praktische Schnellwechselplatte hält auch eine große Kamera mit großem Objektiv sehr gut fest. Jetzt schauen wir uns die Stative noch mal ein bisschen aus der Nähe an. Ich habe jetzt hier sechs meiner Stative mitgebracht und wir fangen gleich mal mit dem allerkleinsten an. Denn bei den Stativen ist es ja grundsätzlich wichtig, dass man entweder eine ganz tiefe Perspektive hat oder aber auch eine hohe Perspektive. Und welches Stativ bei mir nie fehlt, das habe ich eigentlich immer dabei, ist dieses kleine handliche Stativ. Und ich werde es euch auch noch mal einblenden, den Link dazu, beziehungsweise den Link auch unter dem Video schreiben, weil es kostet wirklich nicht viel und es ist super leicht. Und man hat auch da mit diesem Stativ die Möglichkeit, eine Vollformatkamera draufzusetzen, obwohl das wirklich einen winzigen Kugelkopf hat. Und ja, man muss schon ein bisschen kompromissbereit sein, aber tatsächlich hält er meine Vollformatkamera mit Objektiven außer dem 70-200er. Also 70-200er, das schafft das kleine Stativ nicht, aber sogar 85-1.4, also auch Objektive, die, sage ich jetzt mal, 800, 900 Gramm mitbringen und nicht zu eine starke Hebelwirkung haben, die schafft dieses kleine Stativ schon noch. Der Vorteil hier ist, dass man die Beine verdrehen kann. Das heißt, man kann auch da mal an einen Baum zum Beispiel das Stativ hinmachen oder an einen Zaun oder auch einfach irgendwo, wo man jetzt hier sozusagen die Möglichkeit hat,
klemmt man das sich rum und hat damit sozusagen nochmal deutlich mehr Möglichkeiten, eine andere Perspektive zu wählen als mit den großen Stativen. Außerdem kommt man eben sehr bodennah und die bodennahe Perspektive ist doch auch immer eine sehr schöne. Und wenn man das schon dabei hat, dann ist es eben vielleicht nicht mehr so wichtig, dass man mit seinem Hauptstativ sehr bodennah arbeiten kann, wobei das mittlerweile eigentlich fast alle Stative, gerade hier von KF, die Stative, mit all denen kann man bodennah arbeiten. Mein altes Stativ, das hier ist jetzt ein Stativ von Manfrotto. Das war mein allererstes Stativ, auch schon Carbon-Stativ und ich habe es am Anfang geliebt, weil das noch zu einer Zeit war, wo es sonst sehr, sehr schwere Stative gab. Und das hier ist jetzt das 190 CX Pro, also Pro 3 damals noch. Und das war eigentlich viele Jahre lang mein Hauptstativ, bis ich dann zu KF gewechselt bin. Und warum ich das gemacht habe, das erzähle ich euch jetzt gleich nochmal. Also kleines Stativ hatten wir. Dann können wir jetzt mal hier zu dem Stativ noch gehen. Das Stativ, habt ihr ja schon gesehen, ist deutlich schwerer als die anderen, aber damit natürlich auch ein bisschen stabiler. Viele schwören auf sehr stabile Stative. Bei mir ist es eher so, meine Hauptkriterien sind Funktionalität, also dass es das bringt, was ich möchte, nämlich zum Beispiel bei der Langzeitaufnahme verwacklungsfreie Bilder hinbekommen, egal mit welchem Objektiv, also auch mit dem 70-200er. Und aber auch von der Funktionalität, dass die Beine leicht auszufahren sind. Und was bei mir eben ganz, ganz wichtig ist, ist auch das Gewicht. Und dieses Stativ ist mir einfach zu schwer, wenn ich jetzt längere Bergtouren mache, dass ich das mitnehme. Und es ist auch relativ groß im zusammengeklappten Zustand. Also hatte ich mich dann nach diesem Stativ ein bisschen weiter umgeschaut und bin dann hier zu dem K&F gekommen. Ich selber finde das super, wenn man hier diese Klapper hat zum Auf- und Zumachen. Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja hier mit den Hebeln auf- und zumachen und es so relativ leicht verschieben. Oder bei dem anderen K&F-Stativ hier kann man einfach eine Schraube lösen und dann das Stativ so einfahren. Jeder hat da so seine Vorlieben. Mir persönlich ist es immer etwas lieber, die zu haben, weil man hat es schon gesehen, es geht einfach insgesamt einen kleinen Ticken schneller, dass man das ausfährt und einfährt und auch wieder zugemacht hat. Hier, wenn man es mal ein bisschen geübt hat, dann geht es schon auch. Das ist letztendlich ein bisschen Geschmackssache. Was kann man dann noch erwähnen? Dann geht es natürlich insgesamt um die Dicke und um die Stabilität. Dieses Stativ hier, mit dem ich jetzt, wie man auch sieht, hier hauptsächlich fotografiere, deswegen sind hier auch meine Logos drauf, hat jetzt für mich sozusagen die beste Variante aus allen ergeben. Warum? Es ist sehr, sehr hoch ausfahrbar. Ich bin jetzt 1,70 Meter. Ich werde euch dann auch die genauen Höhen nochmal einblenden. Im Gegensatz zu dem hier, das ist jetzt das ganz Neue von K&F. Ich habe extra hier nochmal die Verpackung mitgenommen, um euch genau zu sagen. Also KF09.077V3. Das ist wirklich im zusammengelegten Zustand, ihr habt es ja schon gesehen, klein und handlich. Also das ist wirklich eine Mini-Tasche, muss man jetzt mal sagen. Und dieses Stativ ist im kleinsten Zustand immer noch deutlich länger als das jetzt hier. Das liegt auch bei dem Stativ daran, dass es eine doppelte Mittelsäule hat. Das heißt, ich habe hier zwei Hebel, die ich quasi lösen kann und kann es dann komplett klein machen. Bei dem Stativ hier ist die Mittelsäule etwas größer, also etwas dicker. Dafür habe ich aber auch nur eine und habe natürlich dann wieder ein bisschen größeres Packmaß. Worauf ihr dann noch achten solltet, ist, welche Art von Hebeln ihr hier oben habt, um die Beine zu verstellen. Da ist es erstens mal wichtig, dass es mit Handschuhen geht. Deswegen haben wir uns heute hier auch einen Tag ausgesucht, um es auf die Härte zu testen mit Handschuhen. Es hat unter 0 Grad im Moment. Es schneit auch ein bisschen, wenn man das sieht. Und wichtig ist wirklich, dass ihr die Stative bedienen könnt mit dicken Handschuhen. Weil es gibt nichts Blöderes, dass ihr unterwegs seid, wenn ihr unterwegs seid und Handschuhe habt und ihr müsst die Handschuhe ausziehen, um dann die kalten Stative anzufassen. Also insofern testet auch ruhig mal, ob es funktioniert, mit Handschuhen zu bedienen. Wichtig auch,
dass ihr hier so einen kleinen Schaumstoffgriff habt. Das gibt es teilweise an einem. Mir reicht das auch an einem Standfuß. Teilweise gibt es das auch an zwei oder auch an allen Standfüßen. Ich habe das halt auch sehr gerne erstens mal zum Anfassen, was einfach nicht so kalt wird. Aber auch wenn ich das Stativ auf der Schulter trage, dann lege ich das immer auf dieses Polster. Weil wenn ich die Kamera drin habe, ich trage oft das Stativ mit der Kamera zusammen, dann ist es doch relativ schwer und dann möchte ich einfach ganz gern hier so einen Schaumstoff haben, um auch meine Schulter ein bisschen zu polstern. Als nächstes könntet ihr euch noch angucken, ob die Beine selber ausfahren oder nicht. In dem Fall zeige ich das mal, wenn es jetzt zu ist. Es geht auch schnell, zack, alle zu. Und wenn ich die jetzt alle aufmache und quasi einmal so ein bisschen schüttel, hier unten muss ich noch mal ein bisschen ziehen, aber an sich rutschen die mir von selber raus. Und ich mag das sehr gerne, weil wenn ich am Spot bin und ich möchte schnell mein Stativ aufbauen, dann finde ich nichts nerviger, als wenn man das Stück für Stück so rausziehen muss. Also deswegen bin ich hier auch sehr zufrieden. Aber bei den Stativen hier, die man drehen muss, geht das auch relativ schnell, sage ich mal. Vor allem wollte ich euch hier nochmal zeigen, wie man so ein Stativ mit vier solchen Griffen am schnellsten aufmacht. Also manche schreckt es auch ein bisschen ab, dass hier so viele Öffnungshebel sind sozusagen. Und wenn man aber weiß, wie kann man die alle mit einem Griff aufmachen, indem ihr quasi auf jedes von den Ringen hier einen Finger legt, also 1, 2, 3, 4, es anpackt und alle gleichzeitig aufdreht. Und dadurch kann man auch solche vier Ringe relativ schnell aufmachen und dann dreht man sie eben einzeln wieder zu. Dann geht es schon auch, aber man sieht schon, man braucht meistens trotzdem so einen kleinen Ticken länger, als wenn man halt die Hebel hat. Also wenn man es ein bisschen kann und man weiß auch, okay, man muss einmal relativ weit rumfassen, dreht auf, dann geht es auch. Also dann muss man auch nicht zweimal hingreifen, aber man muss es einfach so ein bisschen üben, dass es dann wirklich gleich schnell ist wie hier. Dann geht es noch hier oben um den Stativkopf. Da gibt es auch jetzt verschiedene Varianten. Neuerdings hat man hauptsächlich nur noch Stative mit diesen Schnellspannplatten sozusagen. Hier hinten kann man noch ein bisschen variieren, von dem, wie weit man das sozusagen auf seiner Kamera verschiebt, dreht dann den Ring fest und dann kann man die hier einfach relativ leicht einspannen. Und da solltet ihr ein bisschen drauf gucken, wie breit sind denn die Platten. Denn ich habe das Problem zum Beispiel mit einem sehr schweren Objektiv, auch mit einem 70-200er, dass wenn ihr diese schmalen Platten habt, dass dann es schon mal sein kann, dass sich das ein bisschen löst sozusagen. Also es gibt breitere Platten, es gibt schmälere Platten. Das hier ist jetzt eine breitere Platte und hier bei K&F ist auch das Schöne, dass hier so eine Gummilippe drauf ist sozusagen und dadurch verrutscht es noch mal weniger, als wenn es hier nur aus Alu ist. Dann ist es auch wichtig, dass ihr hier die Hebel mit Handschuhen bedienen könnt. Also der untere Hebel, der kleine, der ist ja dafür da, dass ihr den Stativkopf um 360 Grad in alle Richtungen bewegen könnt. Also der bedient das hier sozusagen. Und der hier hinten, der hier ist dafür da, dass der Kugelkopf hier oben gelöst wird und man den Kugelkopf einstellen kann. Außerdem hat jetzt hier das K&F eine Wasserwaage, was auch immer recht praktisch ist, wobei das hauptsächlich wichtig ist, wenn ihr auch ein Panorama aufnehmt, denn ansonsten habt ihr ja auch eine Wasserwaage in der Kamera und könnt die genauso verwenden und dann einfach hier anhand des Kugelkopfes dann eure Ausrichtung sozusagen machen, wo ihr dann hin wollt und dann einfach anhand des Kugelkopfes hier eure Ausrichtung machen, um es im Wasser zu fotografieren. Aber wenn man ein Panorama fotografieren möchte, dann muss das Stativ vorher im Wasser sein. Denn ansonsten, wenn du weiter drehst, kippt dann immer die Kamera für jedes Bild immer ein Stückchen weiter in die Richtung, wie es schief ist. Also ist es hauptsächlich, benutze ich die Wasserwaage vom Stativ dann, wenn ich auch ein Panorama schießen möchte. Was haben wir hier noch am Stativ? Hier unten gibt es so einen kleinen Haken. Und der ist dafür da, dass wenn es sehr windig ist und das Stativ doch zu wackelig wäre, dass man hier seinen Rucksack einhängen kann und somit das Stativ nach unten beschweren kann. Das habe ich jetzt in meinem Fall noch nie benutzt. Und es gab auch ein paar Kommentare, die gesagt haben, du darfst doch den kleinsten Standfuß nicht ausfahren, das wäre viel zu wackelig, das Stativ. Und ich muss euch sagen, ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Landschaftsaufnahmen gemacht und auch sehr viele Langzeitbelichtungen, auch viele bei sehr stürmischen Verhältnissen. Und ich hatte es noch nie,
dass aufgrund meines wackeligen Standfußes mein Bild unscharf geworden wäre. Der viel größere Punkt ist, wenn du auf dem Steg stehst und auf dem gleichen Holzstück stehst, wie deine Stativbeine, du jetzt einen Schritt machst auf diesem Holz, dann fängt es an zu wackeln, also diese Holzlatte fängt an zu wackeln und dann wird dein Bild unscharf. Aber dass jetzt durch den Wind das hier so viel wackeln würde, dass mein Bild unscharf wird, das hatte ich jetzt tatsächlich noch nie. Deswegen bin ich auch eine Verfechterin, dass man ruhig diese kleinen Standbeine auch benutzen darf und auch die Mittelsäule. Ich werde euch das jetzt dann gleich nochmal demonstrieren. Ich habe extra heute meine Kamera mit dem 70-200er mitgenommen, um sie auch jetzt mal auf die verschiedenen Stative draufzustellen, um euch zu zeigen, dass das eigentlich normalerweise kein Faktor ist. Ja, was gibt's noch? Hier bei diesem Stativ, bei dem K&F, ist es so, dass man das auch als Einbeinstativ nutzen kann. Und zwar dieser Standfuß mit dem Griff hier, den kann man hier oben herausdrehen und diesen dann mit dem oberen Teil hier zusammenschrauben. Dadurch hat man dann ein Einbeinstativ und könnte das auch als Einbeinstativ nutzen. Das ist natürlich besonders dann wichtig, wenn man auch wieder auf Reisen ist, sage ich mal, und zwei Funktionen in einem haben möchte. Allerdings bei Hochzeiten, wo ich dann oft nur an einer Stelle stehen kann oder auch in der Kirche, nutze ich dann doch ganz gern dieses Einbeinstativ. Denn ja, ihr seht es schon, das ist deutlich robuster. Ich kann hier unten auch nochmal drauf drücken und dadurch wird es dann beweglich oder es wieder arretieren. Dann ist es sogar so, dass wenn ich auch in der Ebene stehe, dass ich dann meine Kamera auch mal kurz da oben lassen kann, ohne dass es umfällt. Jetzt hier, wenn es schon ein bisschen wackeliger Untergrund ist, dann eher nicht so. Aber dieses Stativ mag ich schon recht gern, nur das ist halt auch sehr schwer. Das heißt, wenn ihr die Wahl habt und erstmal nur ein Stativ kaufen möchtet, dann würde ich euch auf jeden Fall zu einer Kombi-Variante raten. Gehen wir mal hier rüber noch zu dem kleinen Stativ. Das ist auch eins unserer ersten Reisestative gewesen. Und man sieht es schon, das ist halt jetzt deutlich kleiner. Das hat zwar auch noch eine Mittelsäule, aber was ich euch anhand von diesem Stativ noch zeigen möchte, ist, dass man damit natürlich recht bodennah arbeiten kann. Jetzt mache ich das einmal kurz hier komplett klein. So, ich kann jetzt hier die Beine alle komplett ausfahren und kann dann hier natürlich extrem bodennah und relativ schnell arbeiten. Hat seine Vor- und Nachteile. Bei den Stativen hier von K&F ist es so, dass man die Beine einfach umklappen kann. Man kann hier auch die Mittelsäule natürlich ein bisschen hochschieben. Bei dem ist es noch besser, weil man da zwei Mittelsäulen hat und dadurch nur ein kleines Stückchen über dem Boden ist. Aber wenn man ganz dicht über dem Boden fotografieren möchte, dann kann man hier diese Stativbeine einmal komplett hochklappen. Also das mache ich jetzt gerne auch einmal zum Demonstrieren. Jetzt hängt quasi die Kamera hier dran und ich kann wirklich auch sehr bodennah, also sogar eigentlich ja noch bodennäher als jetzt bei dem Stativ, weil es ja wirklich die Kamera komplett dicht über dem Boden hängt, hier arbeiten und muss nichts umbauen. Das wäre auch noch ein Tipp, dass ihr darauf achtet, dass ihr die Mittelsäule nicht umbauen müsst. Denn die Mittelsäule umzubauen geht bei solchen Temperaturen ohne Handschuh kaum. Mit viel Mühe vielleicht ja, aber mich nervt auch Umbauen immer extrem. Also ich finde das viel cooler, wenn es schlau gelöst ist und man grundsätzlich hier nichts umbauen muss und trotzdem alle Funktionen hat, die man braucht. Ihr seht es schon, dann klappt man das einfach wieder einmal zurück. Und das schnackelt auch von selber ein. Deswegen liebe ich dieses Stativ, weil man jetzt hier oben nicht nochmal diesen Knopf bedienen muss, sondern ihr hört es, zack, das schnackt von selber ein. Also ich mache das hoch und dann hängt es auf jeder Stufe von selber drin, weil es sozusagen hier eine Feder drin hat. Und die Feder zieht dann den Griff hier, den kleinen Hebel, wieder zurück. Einziges Manko, was ich bei dem hier empfinde, ist, dass der Knopf bei dem K&F-Stativ relativ klein ist. Den finde ich zum Drehen etwas unangenehm, muss ich sagen. Diese größeren Knöpfe, die sind super. Also die kann ich perfekt drehen, das ist kein Problem. Der hier auch sowieso. Aber der kleine hier
Wenn ich da noch einen Verbesserungsvorschlag hätte, dann hätte ich jetzt diesen hier ein bisschen größer gemacht. Aber beim neuen Stativ, lustigerweise, ist der tatsächlich ein bisschen größer. Und der hier tut auch nicht weh beim Drehen. Also der hat hier bessere Rillen, größere Rillen. Und man kann ihn auch mit Handschuh wunderbar bedienen. Übrigens gibt es hier auch solche Handschuhe, die dann hier oben zum Wegklappen sind, extra Fotografenhandschuhe. Die findet ihr auch in meinem Amazon-Shop, haben auch viele meiner Fotografen, mit denen ich unterwegs war, auch. Also die sind genial, sind super warm. Schaut mal rein. Aber auch mit Handschuhen ohne diese Klappe funktioniert das super. Und ja, der ist wirklich klein hier oben, der Kopf, und trotzdem macht das ein Ding. Jetzt hole ich mal meine Kamera und zeige euch mal, wie das Stativ auch mit fettem Objektiv und Kamera funktioniert. Jetzt habe ich mal das neue 70-200er G Master 2 hier. Ich habe es noch nicht mal getestet, das ist nagelneu. Und ich habe es eben deswegen mitgebracht, um wirklich die verschiedenen Stative mit viel Gewicht mal für euch zu testen. So, machen wir es hinten fest, drehen es hier fest und ja, ihr seht, es hält bombastisch. Einen Tipp, den ich für dich noch habe, ist, dass du dir hier so kleine Klipse kaufst, um das Bundle hier abzumachen, wenn es sehr windig ist. Denn das macht viel mehr aus, als die dünnen Standfüße auszufahren. Wenn du hier dieses Bundle dran hast und das in den Wind kommt, dann zieht es immer wieder so an der Kamera, auch wenn es nur leicht ist. Und dadurch verwackeln die Bilder. Und ja, das kommt eben leider normal automatisch nicht mit und man muss es sich sozusagen selber nachrüsten. Kostet überhaupt nicht viel und anhand, wie meine Haken hier ausschauen, sieht man schon, dass ich die wirklich oft benutze und oft hier mein Trageriemen von der Kamera abmache, genau aus dem Grund, um bei der Langzeitaufnahme keine Verwacklungen zu haben. Gut, jetzt fahre ich die Füße nochmal aus, um auch das nochmal zu zeigen. Wenn ihr übrigens was Schweres drauf habt, so wie jetzt, dann ist es immer angenehm, einen auszufahren und dann schon das Gewicht auf diesen einen Standfuß rüberzulegen, weil dann müsst ihr das nicht alles sozusagen die ganze Zeit halten, sondern könnt auch da ein bisschen den Rücken entlasten. So. Gut, also auch jetzt sieht man schon, das ist alles stabil, ja, also auch mit so einem fetten Objektiv funktioniert das super. Wo ich es noch nicht ausprobiert habe, ist jetzt bei dem nagelneuen K&F-Stativ, was ja nochmal deutlich leichter ist als das. Und ich sehr gespannt bin, ja, wie gut das jetzt hält, weil das doch nochmal ein bisschen dünnere Füße hat. Und wenn du wissen willst, wie dick es genau ist, dann schreib es mir mal unter die Kommentare und ich werde es auch sonst gerne nochmal nachmessen. Hier zeige ich euch jetzt gerade nochmal den Unterschied von der Größe von den Platten. Also besser ist es, ihr kauft euch solche großen Platten als die kleinen, denn die sind einfach doch von der Auflagefläche her oft zu klein, um so ein Gewicht abzufangen. Das heißt, hier hinten seht ihr es auch, hier ist eine riesengroße Platte und diese hier werde ich jetzt demnächst ersetzen und mir noch eine weitere große Platte kaufen, beziehungsweise dann die hier vom neuen Stativ nutzen. Und ihr seht jetzt schon, hier stehe ich ein bisschen abschüssig. Die Beine sind noch nicht mal sehr breit ausgefahren. Und also das reicht vollkommen aus, sage ich mal. Ich meine, es ist ja so klar, wenn jetzt der Wind geht und hier wieder dran ruppeln würde, aber dafür empfehle ich ja eben, dass man hier die abmachen kann, dann ist es wunderbar. Also ich muss sagen, bin schon begeistert erstmal von diesem Stativ. Ob ich mich jetzt von meinem alten trennen werde, deswegen weiß ich noch nicht, weil das hier ist wirklich auch ein richtig tolles Stativ und im Moment mein Lieblingsstativ. Aber was denkt ihr? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, für welches würdet ihr euch entscheiden. So, kommen wir jetzt zur Kaufempfehlung. Ja, ihr seht es schon, ich habe zwei K&F-Stative, ein Manfrotto und hier nochmal eins von Hemp, Hands Free Monopod. So wie das Kullmann. Und ja, ich habe jetzt jahrelange Erfahrung mit Stativen und würde euch empfehlen, dass ihr eins von K&F nehmt. Wenn ihr sagt, lieber doch so ein bisschen robuster, dann würde ich euch auf jeden Fall zu meinem Hauptstativ, zu diesem hier raten. Denn es ist einfach noch mal ein bisschen stabiler als das. Wenn für euch das Wichtigste ist, kleines Packmaß, leicht, ihr braucht das Stativ eigentlich nicht so oft. Und schon gar nicht mit so einem fetten Objektiv. Das heißt, wenn ihr ein Objektiv habt, was deutlich kleiner und leichter ist,
dann ist es natürlich auch noch mal besser, es mit diesem leichten Stativ auch zu nutzen. Aber wenn ihr sagt, ja doch, so großes Stativ, also ein bisschen größer, insgesamt noch ein bisschen höheres Stativ und ihr wollt auch ein 70-200er Objektiv gut drauf platzieren können, dann würde ich euch auf jeden Fall zu diesem K&F-Stativ raten. Eine Sache noch zu den Standfüßen. Wenn ihr plant, euer Stativ auch im Wasser, so wie ich, oder auch in Island in Schnee und Eis zu verwenden, dann wollte ich nur den kleinen Hinweis noch geben. Es gibt Stative, die haben unten einen wechselbaren Fuß mit einem kleinen Spike dran. Also die haben dann an allen drei Standfüßen so einen kleinen Spike. Und der ist halt dann wichtig, wenn ihr tatsächlich auf Eis fotografieren wollt, auf dem das Stativ ansonsten abrutschen würde. Ich selber brauche es jetzt nicht. Ich war noch nicht in Island, vielleicht wird es bald mal kommen. Oder Norwegen, mal sehen. Und vielleicht kann man sich dann da auch anders behelfen. Aber ich wollte einfach nur den Hinweis geben, dass es da eben Stative gibt, die auch für Schnee und Eis geeignet sind. Ich habe meine im Schnee schon sehr oft dabei gehabt, auf den Bergen. Das ist überhaupt kein Thema. Also da braucht man die Spikes gar nicht. Es ist wirklich nur der Fall, wenn man auf blankem Eis fotografiert. Mein altes K&F-Stativ, also alt, das habe ich jetzt auch erst ein Jahr, also ist auch noch ein neues Stativ, aber mit dem habe ich schon sehr viel im Wasser, also im See fotografiert und ich hatte noch nie das Problem, dass mir Wasser reingelaufen wäre. Bei anderen Herstellern ist es teilweise so, dass das Wasser dann in die Stativbeine reinläuft und man die dann kompliziert auseinanderbauen muss, um das Wasser wieder abzulassen. Also da habe ich mit den K&F-Stativen wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich werde auch nochmal das neue K&F testen und falls da irgendwas wäre, würde ich es euch nochmal in die Kommentare schreiben. Aber ich gehe davon aus, dass das genauso gut funktioniert wie jetzt auch mein aktuelles K&F-Stativ und somit sollte es damit keine Probleme geben. Hier bei diesem Stativ seht ihr, das hat insgesamt drei Knöpfe unten. Also hier eins, zwei und nochmal so einen großen auf der Seite und hier oben halt den vierten. Diese zwei Knöpfe sind oft ein bisschen unpraktisch, weil mit dem einen macht man ja quasi locker und mit dem anderen sagt man, wie hoch die Reibung sein soll. Also wenn ich den ganz locker mache, dann ist sozusagen die Reibung hier nicht hoch und wenn ich jetzt ein schweres Objektiv drauf habe, dann rutscht mir das schneller mal oder knallt mir auch mal irgendwo runter. Und hiermit kann ich quasi sozusagen die Reibung einstellen, dass das nicht so schnell passiert. Aber man kann ja auch diesen Knopf gar nicht erst so weit aufdrehen. Also man kann hier rechts, wenn man nur einen Knopf hat, wie bei den K&F-Stativen, dann kann man ja auch diesen nur ein bisschen aufmachen, um dann einzustellen und dann wieder zumachen. Und ein Knopf hat insofern den Vorteil, dass man eben mit einer Hand alles machen kann. Ich kann mit der einen Hand die Kamera halten und mit der anderen Hand aufmachen und zumachen. Und hier ist es so, dass man dann oft eigentlich am liebsten noch eine Hand frei hätte, weil man dann hier gleichzeitig auch noch mal wieder was drehen muss. Weil hat man jetzt ein schweres Objektiv, ist es ja anders, als hast du ein leichtes Objektiv. Das heißt, ich selber bevorzuge Stativköpfe wie hier, die eins und hier hinten den zweiten haben. Also die wirklich nur zwei Hebel für den Stativkopf haben. Bei den Stativköpfen ist es so, jetzt hier in dem Fall, dass der Stativkopf unabhängig vom Stativ kam. Das heißt, hast du einen Favoriten im Stativkopf, kannst du den auf jeden anderen draufschrauben. Das geht ganz einfach. Man kann es einfach hier abschrauben. Und das ist jetzt in dem Fall ein 3/8 Zoll Gewinde. Das sind die dicken. Da müsst ihr auch darauf achten, dass ihr nicht auf einmal eins habt mit einem 1/4 Zoll Gewinde. Also es gibt zwei unterschiedliche Dicken an Gewinden. Darauf ein bisschen achten, nicht, dass ihr aus Versehen den falschen Adapter sozusagen kauft, aber in dem Fall sind es meistens immer die dicken. Und den könnt ihr jetzt einfach nehmen und dann auf den anderen drauf machen. Also hier ist das Gleiche, den kann ich abmachen und dann einen anderen Stativkopf draufschrauben. Das ist eigentlich ein genormtes Maß sozusagen und kann dann da variieren, wenn man jetzt sagt, man hat ein super Stativ, aber einen blöden Stativkopf. Dann kann man da auch noch mal ein bisschen rumsuchen und sich einen Stativkopf extra kaufen. Wenn ihr dann aber ein Stativ habt, was doch nur ein 1/4 Zoll hätte, dann gibt es auch Adapter, die vom 3/8 Zoll auf den 1/4 Zoll wechseln. Aber grundsätzlich würde ich schon empfehlen, ein 3/8 Gewinde zu haben, weil das 1/4 ist dann doch ein bisschen klein.
Ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt mit diesem Video einen kleinen Einblick in die Welt der Stative geben. Und wenn du noch Fragen hast, dann stell sie mir gern unten in die Kommentare, auch wenn du wissen möchtest, wie dick zum Beispiel jetzt hier genau welches Stativ ist oder du noch andere Fragen dazu hast. Schau doch mal gerne in meinen Amazon-Shop rein. Da habe ich dir all meine Stative schön verlinkt. Da kannst du direkt mal bequem draufklicken. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du darüber kaufst, denn ich bekomme immer eine kleine Provision. Bis zum nächsten Video, deine Janina.